Moin Moin und ein herzliches Willkommen zu Hit Point Gaming. Heute möchte ich euch mal in Monster Hunter Rise so ein bisschen meine Rüstung vorstellen, die ich sehr gerne zum Materialienfarmen benutze. Dabei habe ich mich so ein bisschen darauf gestützt, was gibt mir am meisten Materialien, also welche Fähigkeiten setze ich da am besten rein und was könnte es mir sogar das Leben etwas vereinfachen. Deswegen dachte ich mir so gerade, weil ich ja das Ziel habe, so gut wie es geht, zumindest alle Hiring-Rüstungen jetzt erstmal zu machen, damit ich mir später schöne Rüstungssets als solches herstellen kann, gerade zu jedem einzelnen Monster, seine eigene Rüstung. Dachte ich mir so, warum präsentiere ich nicht mal diese Rüstung, weil ich finde die an sich gar nicht mal so verkehrt und benutze ich auch momentan noch sehr viel fürs Endgame-Farming. Deswegen nehme ich euch jetzt einfach mal so als solches mit. Deswegen, wir gehen mal direkt mal rüber zu unserer Ausrüstungstruhe, denn da werden wir einmal ganz kurz unser Set nochmal etwas genauer ansehen. Ich habe es mitunter einfach mal schön Materialien-Farming genannt. Das wird mit unter anderem zusammengebaut aus das Band des Mediums S, Robe des Mediums S, Edel, Ranggewächs S, Ratian, Hüftring S, Hakama des Mediums S und dann habe ich das einfach mit irgendeinem Foyer dann einfach mal kombiniert. Da beispielsweise jetzt mit den Stärkefoyer sowie nochmal einen Todessturm-Talisman, wo ich dich gerade nicht weiß, womit ich es gerade gepaart habe. Das ist gerade eine sehr gute Idee. Gehen wir mal nochmal rüber als solches, was für Fähigkeiten es überhaupt als solches jetzt überhaupt erstmal verbindet. Im Übrigen, ihr könnt jede beliebige Waffe oder sonstiges dabei verwenden. Ich habe dabei die tiefste nachgemacht, weil es die Nagakuga Waffe einfach nur ist mit Affinität 40, weiße Schärfe, mit ein paar Slots, wo du mir noch mitarbeiten kannst, das ist wahnsinnig gut. Deswegen, die Rüstung allgemein ist verdammt nett. Schon alleine aus der Hinsicht selber, dass gerade Band des Mediums oder generell diese Medium-Rüstungssets seitens der wunderbaren Damen und unserem wunderbaren Kamura mit unter anderem die Fähigkeit hat, Glückserhöher. Ja, da kann ich nicht eigentlich theoretisch auch mir noch nicht eigentlich auch dann hier die Fähigkeit noch mit anzeigen lassen. Das war doch eigentlich mal möglich gewesen, indem ich halt mal hier rüber angehe und Ausrüstung. Nope, mop, moit. Entschuldigung. So, jetzt haben wir es hier. Glückserhöher. Glückserhöher ist tatsächlich ziemlich cool, denn es erhöht nach jeder Quest einmal die Quest-Belohnungen. Das ist in dem Rahmen ziemlich praktisch, weil natürlich, wenn du Materialien farmen willst, möchtest du mehr Materialien am besten erhalten durch eine Quest. Und dadurch ist eigentlich Glückserhöher auf Stufe 3 wahnsinnig, wahnsinnig gut. Weil man kann sich natürlich durch Dangos, die ja selten auftauchen, wie der Glücksdango oder der Ultra-Glücksdango, zwar auch häufiger bis manchmal die Quest-Belohnung erhöhen, aber halt nicht immer. Auch hier verbessert dein Glück erheblich. Ist nicht immer eine hundertprozentige Garantie mit dabei. Ich habe jetzt zum Beispiel auch vor, gleich eine Groß-Ichu-Jagd zu machen, indem ich die auch fange, denn ich habe auch Fangmeister mit da drin, denn das ist das ganz Besondere. Es war auch bisher nur die einzige Rüstung, die ich bisher gesehen habe, die diese Fähigkeit hat, denn er erhöht die Chance auf zusätzliche Fangbelohnungen. Das heißt, einige Monster haben ja grundsätzlich in ihrem Verzeichnis nochmal als solches die Wahrscheinlichkeit, wann welches Item ja droppt, unter wird besiegt, also gejagt oder unterfangen. Das heißt, die Fangbelohnungen werden dabei nochmal erhöht. Also, wir haben Glückserhöher drin, erhöht generell die Questbelohnungen. Also, dass es auch nochmal in seinen eigenen Tab ist. Dann kommt nochmal die Belohnung für, wo es wurde gefangen, weil man es halt quasi auch nicht auseinandernehmen kann. Sonst kriegt man ja pro jedes Mal für das Jagd zumindest nochmal 3 Items bei raus. Bei Drachenältesten sind es ja meistens sogar noch 4 bis 6. Ich glaube, in diesem Spiel ist es aber jetzt nicht so. Deswegen, die Fangbelohnung als solches wird dabei nochmal erhöht. Gerade so bei Monstern, die man aber nicht fangen kann, da könnte man auch theoretisch drauf verzichten und ein bisschen abändern. Aber naja, der Rest halt, der da ist, fand ich halt einfach nur als solches ganz nett, weil die quasi Beisätze der eigentlichen Rüstung waren. Was ich vor allem sehr, sehr gut fand und das ich auch danach geskillt habe durch den Talisman, war Teilezerstörer. Denn natürlich bekommst du auch nochmal weitere Questbelohnungen, wenn du mehr Teile von einem Monster zerstörst. Sprich, machst du das einfach mal schön auf die letzte Stufe, Teilzerstörer plus 30%, dass diese Teile, Schwänze, Flügel, Köpfe, schneller abgeschnitten oder beschädigt werden können. Und zack, ihr kriegt schon eine größere Questbelohnung. Ich werde auch mal am Ende des Videos einmal einen Vergleich machen, wie eigentlich eine ganz normale Jagd war. Heißt ohne Bass, ohne Dango-Bass und plus einmal dieses Set, das komplett auf Glück ausgesetzt ist und mir mehr Materialien verscheren soll, ohne Dango natürlich, weil Dango immer so ein bisschen, ist nicht immer möglich, aber dann als solches zumindest als Vergleich ein bisschen zählen. Dabei ist einfach nochmal Wirkbereich mit dabei drin, ist halt relativ nett, um seine Palikos nochmal ein bisschen zu heilen, ist jetzt nicht unbedingt nötig, aber man kann halt immer noch zum Beispiel, wenn du Online-Play machst, deine Mitspieler so ein bisschen heilen. Ist nicht unbedingt nötig, gerade dann, wenn du einen Hunting-Horn-User mit dabei hast, aber
Ich spiele gerne Supporter-Rolle und es war mit unter anderem sowieso schon drin in diesem Set. Und da ich noch ein bisschen gucken wollte, wie wollte ich die Sets als solches noch ein bisschen aufwerten, da hatte ich auch noch einige Dekorationen noch nicht gehabt und da ist auch ein bisschen der Platz auch mir ausgegangen. Dachte ich mir so, ich backe zumindest alles drauf, damit ich zumindest Max-Level da reinkriege. Wie zum Beispiel Erholung Stufe hoch, komplett, damit ich halt auch eine wesentlich bessere Erholung durch meine Tränke habe. Gerade gut in High Rank, weil das Set ist nicht optimal, es hat nicht allzu viel Verteidigung. Muss man halt auch so ein bisschen abschätzen, wie man und was man am besten tatsächlich macht. Wenn wir hier nochmal rübergehen zu Erholungstempo. Wir kennen das alle, beziehungsweise musste ich mich erst daran gewöhnen, Monster Hunter Generations Ultimate Spieler. Ich bleibe stehen, wenn ich einen Trank nehme. Da bin ich aber auch sofort geheilt. Hier kann ich zumindest noch ein bisschen laufen. Und umso schneller ich wieder direkt mal eine Dodge Roll machen kann, wenn ich einen Trank nehme, um halt wieder zurück in den Kampf zu gehen, ist das eigentlich perfekt. Ich trinke meinen Trank, eine Sekunde später ist mein kompletten Leben wieder hoch, weil Erholung hoch natürlich mit dabei ist. Genial ist dabei aber auch nochmal diese Kombination zueinander, zu schnell heilen, mehr heilen, Wirkbereich, andere Leute heilen, freie Mahlzeit, ich kann noch mehr heilen. Denn ich habe eine Wahrscheinlichkeit von 45%, dass sämtliche Nahrungsmittel, das heißt zum Beispiel auch zum Beispiel Dämonenmittel, Panzerungsmittel, Machtsamen, Diamantsamen, obwohl, mit denen habe ich das nicht getestet, aber ich gehe mal stark davon aus. Sämtliche Tränke, Nullsamen und tatsächlich auch die Erste-Hilfe-Items, tatsächlich auf meine Teammitglieder in demselben Bereich ebenfalls geheilt werden. Und das ist unglaublich cool. Das ist unglaublich gut. Und ich darf tatsächlich diese Items dann behalten zu 45%. Das ist fast jedes zweite Mal. Natürlich spielt auch so ein bisschen RNG daher, klar. Aber wenn ich einfach mal sage, ich muss noch mal kurz einen Trank nehmen und ich darf meine 5 Erste Hilfe Plus, die ich mir zusammengemixt habe, nochmal behalten. Das ist nett, das ist cool. Deswegen, das nehme ich gerne mit und schnell essen. Einfach nur, weil der Verbrauch von Items mir manchmal ein bisschen zu lange dauert. Deswegen dachte ich mir so, nehme ich das doch mal gleich mit. Finde ich persönlich, ist eine Rüstung, die man durchaus gerne mitnehmen kann. Ich bin damit sogar eigentlich ganz zufrieden. Natürlich könnte man das noch besser machen. Gerade habe ich hier zum Beispiel auch nicht alle Widerstände, also dieses Widerstandsbonus-Set nicht mehr drin. Ich habe nur drei Teile davon. Ich finde aber ganz ehrlich, eine Mixrüstung macht es meistens da nochmal wesentlich angenehmer. Deswegen, das ist eigentlich, wie ich finde, durchaus eine Rüstung, die man durchaus haben kann, die man durchaus nutzen kann. Man kann nochmal ganz kurz zeigen, was für Talismane, Dekoration ich nochmal hier angebracht habe, wenn auch meine Cam gerade davor ist. Aber die tiefste Nacht, also ne, meine Waffe als solches hat Zerstörer-Juwel drin nochmal, damit ich auch Partbreaker 3 bekomme. Denn mein Todessturm, genau, hat Teil Zerstörer 2 nochmal drin. Und dann kam halt nochmal als solches nochmal der Wirkbereich mit rein. Einfach nur, um das halt auch auf maximal zu scalen. Da gehen wir mal von oben nach unten. Meine Kopfbedeckung hat nochmal Erholung nochmal reinbekommen, damit ich da nochmal ein bisschen mehr Skill reinbekomme. Dann hat tatsächlich nochmal, ne, Probe des Mediums dann ebenfalls nochmal jeweils Erholung drin. Weil, wenn ich schon mal da habe, packe ich das nochmal hoch. Das Ding ist halt Edelrankgewächs S. Das ist leider dort ein kleines Problem. Das Ding hat eine super Fähigkeit. Ich kann Monster fangen ohne Ende. Ja. Ich kriege mehr Items, aber es hat keine Slots. Es ist so ein zweischneidiges Schwert und ich weiß nicht, ob ich diese Fähigkeit als solches Fangmaster auch eventuell durch die Talismane bekomme. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es austauschen. Aber ist cool und passt auch gut zum Outfit. Deswegen, gutes Aussehen ist auch meistens wichtig. Da fällt jetzt gerade so ein bisschen die Radian-Rüstung ein bisschen raus. Weil da habe ich so ein bisschen geguckt, was passt jetzt eventuell noch zu der Rüstung selber. Ich hätte eventuell nochmal nachgucken können nach nach der Hüftschutz, was mehr Slots zu hat. Ich glaube, die Almutron-Rüstung hat, glaube ich, noch meinen 3er, 2er, 1er Slot. Weniger mit Skills, die da halt mir eventuell weiterhelfen würden, aber ich tatsächlich mit was gehen könnte, was halt praktisch wäre anhand des Slots. Vielleicht auch noch mit ein bisschen mehr Verteidigung, aber es funktioniert. Deswegen, also man braucht nicht dieses High-Meta-Outfit. Da, man kann auch mit kleineren Sachen gut vorankommen. Vor allem ist es eigentlich auch alles nur ein Budget-Ausrüstung. Also das könntet ihr jetzt so locker nachbauen. Bloß diese Kambura-Scheine müsstet ihr halt in der Stufe 6 Quest, zum Beispiel mit Magnamale und Sinogre, das sind ja diese 6er-Quests, diese Doppel-Quests, dort kriegt ihr Kambura-Scheine ohne Ende relativ einfach herbekommen. Und Hakamana des Mediums ebenfalls. Also da habe ich auch nochmal sattes Juwel, damit ich hier eine schöne Dangos essen kann ohne Ende. Deswegen, ich werde nochmal ganz kurz. Moment, da könnte man das eigentlich gleich mal zeigen, wenn man ist. Wunderbare Hinur. Wir schauen mal, das sind Stufe 6 Quest. Und das ist zum Beispiel auf die Mutprobe. Magnamano mit Zinogre. Die ist, glaube ich, bei der Stufe 3 Quest bei der Städte-Quest, glaube ich, auch mit dabei. Das sind dann meistens so Monster für 2. Also ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Dort bekommt man
Belobigungsscheine, wodurch dann der Häuptling, Vogen, dir dann tatsächlich die Kamura-Scheine aushändigt. Ist immer unterschiedlich von der Anzahl her, ist auch nicht immer gegeben, dass man nach jeder Quest Kamura-Scheine bekommt, aber kann sich durchaus lohnen. Und es sind auch ein paar nette Monster dabei, die relativ nice zu killen sind. Ich finde Magnamalo und Sinnoh beides super Monster, gegen die ich sehr, sehr gerne kämpfe und wunderbar gemacht sind. So. Aber das soll jetzt erstmal genug vom Gelaber sein. Ich gehe jetzt mal kurz auf die Jagd zum Groß-Ichichu und wir werden gleich mal kurz die Ausbeute miteinander vergleichen. Ich bin tatsächlich sehr, sehr, sehr gespannt, weil ich es vorher noch gar nicht gemacht habe. Mal sehen, ob ich dabei auch nur Schluss erzähle. Wer weiß. Eine kleine Sache, die möchte ich gerne nochmal hinzufügen. Ich nehme in der Regel fürs Materialfarming nie mein Palamute mit. Es sind tatsächlich die Palikos, die mich halt seit Monster Hunter 2, obwohl das waren die Chakalakas gewesen, Monster Hunter 4, da waren es glaube ich wieder die Felinen. Ich würde es zumindest mal stark hoffen, das mache ich mich jetzt gerade peinlich. Aber die Sammelfelinen finde ich tatsächlich immer noch wesentlich besser. Warum? A, Wesensperrfeuer. Ich habe die Möglichkeit, stellenweise manchmal einfach nur dank meiner Palikos, die Gegner zu stunnen, zu vergiften, einzuschläfern. Bumm, weg. Das ist super, das ist eine super Fähigkeit. Außerdem, die letzte Skill, die sie lernen können, ist Diebstahl. In der Regel habe ich immer so 4 bis 6 Items, dank, wenn ich 2 Palikos mit auf die Quest bekomme insgesamt, weitere Items in meinen Itempool, die ich quasi ziehen könnte nach Ende einer Quest. Und jeder weiß, gerade wenn man nach Gems oder nach Platten sucht, die Dinger farmen diese Dinger für mich quasi. Also, wenn ich meistens irgendwie ein Gem gefarmt habe, hatten die den gehabt, nicht ich. Von daher, lohnt sich. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin momentan noch so am gucken, welches Palico so für mich immer noch am besten ist. Ich habe mich mittlerweile auf Schnitzel und Pommes jetzt geeinigt. Gerade so von den Namen der Palicos her. Aber darauf werden wir nochmal auf ein extra Video nochmal hinkommen. Deswegen, wir schauen uns gleich mal die Belohnung von dem Groß-Ichichu an. So, der Groß-Ichichu ist gelegt und ich sehe es jetzt schon, das ist ein relativ großer Unterschied. So, wollen wir uns das mal ansehen. So, links sehen wir einfach mal die Ausbeute, wenn ich es ganz normal gejagt habe. Rechts sehen wir einmal, wo wir Glückserhöher mit haben, plus den Fangbonus mit dabei. Klar, Belohnung für Fänge taucht jetzt natürlich jetzt links nicht auf, weil das Monster ist effektiv ja nicht gefangen worden. Deswegen ist das nochmal ein 1 nach einem Bereich. Wie wir sehen, Belohnung für Ziele, wir haben prozentual... Ja, 3 Items mehr. Das ist gar nicht mal so verkehrt, wenn man sich jetzt sagt, so ja, für 3 Items mehr, ne, wofür lohnt sich das eigentlich? Ich finde ganz ehrlich, Belohnung für Ziele, 3 Items mehr zu haben, man muss ja bedenken, diese Gems als solches haben an jedem Slot, wo ein Item auftauchen kann, 2 bis 3, beziehungsweise 4 bis 5, im High Rank dann die Platten, eine Wahrscheinlichkeit tatsächlich dann zu erscheinen. Dort wäre die Wahrscheinlichkeit drin. Umso mehr Items ich mehr habe, umso mehr Platz habe ich für diesen Itempool. Und das ist verdammt gut, gerade dann, wenn man diese blöden Magnamalo Violettjuwelen oder Almudron Goldjuwele sammelt oder ihr habt nicht was, ne? Das hilft durchaus ungemein und das kann ich einfach nur jedem empfehlen, weil da wird nochmal ein bisschen weiter der Itempool nochmal ein bisschen aufgemischt und man hat noch mehr Möglichkeiten. Und vor allem auch die Belohnung für Fänge, gerade weil ja diese Items als solches, also gerade diese Rare Drops, Platten, Juwelen, Kugeln, wie auch immer man die jetzt nennen möchte, Gems, sind dort halt eben dann auch nochmal wesentlich häufiger. Das heißt, hier habt ihr ebenfalls nochmal einen weiteren Itempool erschaffen, wo halt diese Items mit auftauchen können. Natürlich muss man manchmal auch ein bisschen aufpassen. Manche Monster droppen Items nur durchs Erlegen, manche Monster nur durchs Fangen. Aber das könnt ihr gerne bei den Jägernotizen unter dem Reiter Monster halt nochmal explizit nochmal nachsehen. Und wie man hier auch nochmal sehen kann, da hatten die Palikos aber heute mal richtig viel Spaß gehabt, tatsächlich zu arbeiten. Einfach mal als solches nochmal ein paar Items nochmal extra zu grabben. Was haben wir denn da eigentlich genau jetzt alles? Ist das alles vom Groß-Ichichu? Bufango? Oh, Bufango. Oh, das, den brauche ich sogar noch. Sehr schön. Passt ja sehr gut. Deswegen, einfach nochmal so nebenbei, passiv nochmal ein paar Items noch mit abzugreifen. Dank den wunderbaren Gathering, also Sammelperiodikus, kann ich dabei wirklich nur empfehlen. Deswegen, falls ihr mal ein richtig gutes Set zum Farmen braucht, das kann ich bisher nur empfehlen. Das benutze ich seit ungefähr 30 Stunden, 30, 40 Stunden. Kann dann natürlich noch von den Skills ja noch ein bisschen aufwerten, je nachdem, was für Talisman man nochmal bekommt. Aber das ist eigentlich bisher der Way to Go, den ich momentan benutze. Falls euch das Video jetzt als solches gefallen hat, lasst mir gerne nochmal eure Verbesserungsvorwünsche nochmal da, denn ich bin im Grunde genommen immer noch so ein bisschen, sehe ich mich selber als Casual drin und ich möchte mich gerne noch ein bisschen weiter verbessern in diesem Spiel. Habt ihr also Feedback oder Kritik an dieses Set oder irgendwie noch eine Möglichkeit, die ihr gerne nochmal mit hineinpacken wollt, was ich am meisten lohnen würde, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich würde dieses Set dann sehr gerne mal nachbauen und vielleicht auch mal präsentieren wollen. Das ist genau das gleiche, wenn ihr mal irgendwelche Rüstungssets habt, die ich mal euch zeigen soll, beziehungsweise ihr vorschlagen wollt, dann würde ich die jetzt auch mal gerne mal zeigen.
Deswegen, ich bedanke mich aber herzlich fürs Zuschauen. Mein Name ist Penn. Bis zum nächsten Mal. See ya.